Jetzt bin ich stolz. Jetzt bin ich glücklich. Ich habe es geschafft. Ich habe mein erstes Let's Play geschafft. Und wir können nochmal die Endsequenz sehen. Ah, ist das schön. Die Credits. Director, Chief Designer, Masa Sakurai. Chief Programmer, Yohei Miyabi. Programmer, Sunday Rain? Sonntagregen? GDV Programmer, Mami Preco. Noch ein GDV Programmer. Egal. Die Namen interessieren mich jetzt nicht. Ich hab's geschafft hier. Gut, was mache ich als nächstes? Weil, mehr wollte ich jetzt eigentlich nicht bei Kirby's Dream Land machen. Ich habe jetzt erstmal genug davon. Ich denke mal, ich werde auf jeden Fall, wahrscheinlich nicht direkt danach, aber ich denke mal, ich werde Kirby's Dream Land 2 und 3 auch noch machen. Ich meine, ich habe jetzt mit Kirby's Dream Land 1 angefangen, warum soll ich die anderen nicht auch noch machen? Ist ja eigentlich ein ziemlich cooles Spiel gewesen. Vielleicht dann auch noch die anderen Kirby-Spiele, das weiß ich noch nicht. Also das nächste, das eigentlich rausgekommen ist, wäre ja Kirby's Adventure. Vielleicht mache ich auch Nightmare in Dreamland. Das ist ein Game Boy Advance Remake von Kirby's Adventure. Aber mal gucken. Dann auf jeden Fall will ich auch noch irgendein Mega Man-Teil machen oder Mega Man-Teile. Weil ich finde, das auch, sind auch ziemlich coole Spiele. Zwar beinhart, aber es macht Spaß, wenn etwas so beinhart ist. Also... Kirby hat jetzt auch Spaß gemacht, wobei ich glaube, Mega Man-Spieler sind ein wenig schwerer. Und wir sehen noch die ganzen Schatzo. Waddle Doo, genau. Die einen heißen Waddle Dee und die mit einem Auge heißen Waddle Doo. Ich konnte mir irgendwie nie einen Unterschied merken. Und Cappy. Twizzy. Der kleine Vogel heißt Twizzy, das kleine Küken. Und Wispy Woods mit Poppy Brothers Senior. Ach. Okay, das ist die böse Maske. Two-Face. Genau wie der Batman-Bösewicht. Flapper, die Fledermäuse heißt Flapper. Und hier haben wir Lololo und Lalala. Juhu. Sie leben, vielleicht. Okay. Wizard und Kona. Also, ich weiß nicht mehr, wie das Pokémon hieß. Also, Krabby und Muscha oder so? Keine Ahnung. Und Kabula. Muschler. Muschler? Nein, ich glaube nicht. Egal. Keine Ahnung. Scarfdry. Scarfy, Puffy. Und. Moment, das sind zwei verschiedene? Nein, doch nicht. Beides Krako. Ah, also doch recht gehabt. Und da ist das weiterentwickelte Hühnchen. Tuki! Und der Wackelpudding Blopper. Und mal sehen. Die andere Böse. Mr. P. Amkin. Ja, ist klar. Und Chucky. Chucky! Und der Tintenfisch! Flutzo und Krabby, Pisa. Oder nee, das war Kingler, genau. Das andere war Krabby und das Link. Boomer. Und Whiskers. Toll, soll eine Katze sein. Und ja, King DDD. Nicht so schwer wie Kabula, aber wahrscheinlich auch nur, weil ich ihn schon mal irgendwann vor ewiger Zeit besiegt habe. You're our hero! Ich bin ihr Held, juhu! Und König DDD. Jetzt ist er komplett besiegt. Oh, und Kirby kommt. Oh. Und was passiert jetzt? Oh, aber König DDD auf. Kirby ist doch noch ein wahrer Held. Na? Oh, und König DDD fängt an zu weinen. Er bereut, was er getan hat. Und jetzt schämt er sich dafür. Und Kirby läuft ihm hinterher. Er versucht halt immer noch Freundschaft mit König DDD zu schließen. Ist das nicht schön? So. Gut, wie man sehen kann, es gibt noch den Config-Mode. Und zwar nach unten B und Select drücken auf den Title-Screen. Das zeige ich euch jetzt direkt. Und, okay, ich komme nicht mit Knopfdruck dahin. Gut, ihr seht jetzt eben hier das Menü meines Simulators. Ich mache mal eben Reset. So. Kirby's Dream Land, Titelscreen. B, unten Select. Und genau, der Configuration Mode. So. Jetzt können wir zum Beispiel unsere Lebensenergie auf einen Strich setzen und das Leben auf ein Leben setzen. Und dann haben wir noch den Soundtest, der ist mir jetzt egal. Und dann gehe ich auf Exit. Und dann könnten wir jetzt theoretisch A oben Select drücken. Nein, egal. Auf jeden Fall das
Extraspiel noch machen, wo es richtig schwer ist, haben keine Leben, haben nur einen Balken und könnten das Spiel damit nochmal durchspielen. Aber das werde ich nicht machen. Aber ich zeige euch mal den Pausebildschirm, weil da macht Kirby auch noch so kleine Faxen. Das ist jetzt interessanter, wenn ich rede, auch wenn die Musik da leider weg ist. Seht es als Herausforderung an, wenn es jemand schafft, Kirby's Dream Land mit einem Lebenspunkt und null extra Leben durchzuspielen in einem Let's Play und mir das jetzt hier als Videoantwort schickt. Ja, Kirby läuft schön. Kirby macht auch noch andere Faxen. Dann, aber nur dann, wenn er es wirklich schafft, es von Anfang an ohne Save States, ohne jegliche Hilfe, wirklich das reine Spiel durchzuspielen, dann mache ich das auch. Also das ist jetzt so eine Herausforderung und ich glaube, ich bereue das jetzt schon wieder, weil das wird garantiert irgendwer machen und dann sehe ich mich gezwungen, das auch zu machen. Dann werde ich hier richtig verzweifeln. Aber wer weiß, vielleicht schafft es ja auch keiner. Also, das ist meine Herausforderung an euch. Mal sehen, ob ihr es schafft. So, gut. Ich mache die Musik wieder an, das ist schöner. So. Ja, genau. Ich war bei den zukünftigen Projekten Kirby's Dream Land 2 bis 3, also 2 und 3, Mega Man, ich nehme an, wahrscheinlich Mega Man Zero, 1 bis 4, weil die habe ich, gut, das heißt am meisten gespielt. Ich habe bisher noch nicht so viel Mega Man gespielt und ich habe halt Mega Man Zero 1 vor ewigen Zeiten gespielt und ich habe mal Mega Man 1, 2 und 9 reingeguckt, aber auch keines durchgespielt und von Mega Man hat Let's Plays gesehen und von Mega Man X Let's Plays gesehen. Also, wie schon ein paar Videos vorher gesagt, von Suishimaru, da wo dann auch der Pinguin-Hass gesagt wurde. Oder dass Capcom irgendwas gegen Pinguine hat. Ich habe halt nur Mega Man Zero wirklich gespielt und das fand ich eigentlich ziemlich cool. Und deshalb werde ich das machen, weil Zero ist halt auch ein cooler Charakter. Und ansonsten, ich würde halt eigentlich ursprünglich, wollte ich ja auf meinem anderen Kanal, wo ich das LBA Let's Play angefangen habe, wollte ich ja ursprünglich hauptsächlich vergessene PC-Perlen machen. Und ich würde es jetzt eigentlich gerne so handhaben, dass ich immer abwechselnd ein Spiel für Handheld und Konsolen mache. Also jetzt zum Beispiel Kirby's Dream Land, Mega Man Zero, The Legend of Mario oder wie auch immer. Und danach immer ein Computerspiel. Also immer Konsole Handheld, dann Computer, dann Konsole Handheld, dann Computer und immer so weiter. Weil es gibt eigentlich ziemlich viele Computerspiele, die ich gerne mal zeigen würde. Ja, also das ist der Plan. Wahrscheinlich werde ich das nicht immer so handhaben können. Vor allem, weil dann auch so Titel wie zum Beispiel Beyond Good and Evil oder Psychonauts kommen, die ja dieses Jahr für PC und für Konsole gibt. Wobei ich da wahrscheinlich die PC-Version nehmen werde. Und dann, ich hoffe mal, ich kann die mit Controller spielen, weil sonst muss ich mal gucken, wie ich das mache. Weil das ist einfacher aufzunehmen. Wenn ich das von der Konsole aufnehme, müsste ich mir dann erst zusätzlich neue Hardware holen. Ja, ansonsten, es hängt natürlich immer auch davon ab, worauf ich gerade Lust habe. Also wenn dann zum Beispiel ein PC-Spiel dran ist und, das ist die Maus noch ein Bildschirm. Kitzel. So, wenn dann zum Beispiel ein PC-Spiel dran ist und mir fällt gerade kein Spiel ein, worauf ich jetzt Lust habe, dann, weil ich trotzdem Let's Play machen möchte, weil ihr dann hoffentlich gerne noch mehr von mir sehen und hören möchtet, dann werde ich wahrscheinlich trotzdem ein Konsolenspiel oder ein Handheld-Spiel machen statt ein PC-Spiel. Aber es ist halt, muss man halt dynamisch sein. Ich würde es halt nur so gerne ungefähr die Ratio beibehalten, immer gleich viele PC-Spiele wie gleich viele Handheld- und Konsolenspiele. Weil ich meine, die meisten Leute kennen halt Spiele wie Kirby oder Mario oder Zelda oder Metroid oder Final Fantasy und hast du nicht gesehen. Aber viele haben halt so Spiele wie Jazz Jackrabbit oder Commander Keen oder Little Big Adventure und Hype the Time Quest und all sowas kennen sie nicht oder haben sie vergessen und also ich finde es eigentlich ziemlich cool, das nochmal zu spielen. Vor allem, weil das alles so Sachen sind, so Spiele sind, die heute eigentlich, ja, ich bin schon gestorben, toll, also viel Spaß bei der Challenge, ne, die heute eigentlich keiner mehr wirklich kennt. Also vor allem die jüngere Generation nicht, weil die
Kirby und so kommen immer neue Spiele, vor allem Mario und Zelda oder Metroid, werden immer neue Spiele gemacht, weil die Lizenz einfach so lukrativ ist. Und hier bei den alten PC-Spielen, da gab es dann vor 10, 20 Jahren Spiele und heute nicht mehr. Und ja, deshalb, vor allem für die Jüngeren unter uns oder unter euch, besser gesagt, würde ich das gerne machen. Ja. Gut. Also, wenn ich das dann so machen würde, würde als nächstes Projekt dann ein PC-Spiel dran kommen. Und da würde ich aber mit einem anfangen, was jetzt noch nicht so alt ist. Also es ist von 2003, wenn ich mich nicht irre. Und zwar Cave Story. Ist eigentlich auch ein Indie-Game, aber es ist richtig genial. Und ja, gut. Sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch erzählen kann. Ich muss mal gucken, vielleicht fange ich mit Cave Story heute schon an. Vielleicht auch erst morgen oder nächste Woche. Und ansonsten, ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mein Let's Play. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und gute Nacht. Oder, ja, wie auch immer. Tschüss.